LGD Gamings turn to ban. So, hallo zurück. Hallo, willkommen zurück in der Dota 2 Asian Championship 2015. Cloud9 gegen LGD Gaming. Das basically wichtigstes Match des Tournaments, weil Cloud9 gewinnt, Cloud9 kommt weiter, LGD gewinnt, LGD kommt weiter. Der Verlierer geht ins Lower Bracket. Der Gewinner kommt tatsächlich weiter, so wie ich es bisher gesehen habe. Beide sind 7-7. Die Top 8 kommen weiter. Und beide sind jetzt auf Platz 8. Top 8 heißt größer gleich 8, oder? Ja, eigentlich schon. Oder beide Räder? Nein. Nee, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier eins von beiden gewinnen müssen. Nicht so richtig. Egal. Aber wichtig halt auch für Cloud9, irgendwie wieder reinzukommen. Hat ja bisher nicht so ganz funktioniert für sie. Und wäre auch cool, Cloud9 im Winners Bracket zu sein. Andererseits LGD natürlich auch. Starkes Team. Vielleicht auch Benzin. Die Bans sind von LGD vielleicht nicht so überraschend. Die haben den Aoi Chen letztes Game gesehen. Gebannt. Bone7 Batrider, wie immer, auch gebannt. Von Cloud9 die Metas raus. Sowohl Lioness raus, als auch Trolles raus. Cloud9 gehen hier mit dem safen Juggernaut First Pick. Ganz easy. LGD Gaming scheint aber hier den Asian Push rauszuholen. Und mit Lycan First Pick bin ich mal gespannt, ob sie hier auf, ja, Full Retard Push gehen. Oder ob sie was, naja, eher mit dem Lycan spielen wollen, eher Split pushen wollen oder eher halt Richtung Late Game. All-on Push ist ja so ein bisschen abgenommen, aber tja, könnte durchaus mal wieder eine Option sein, hier mal zu picken. Ja, das Meta hat es doch recht abgeschreckt und ja, es wurde genervt, aber hey. Irgendjemand kann mal wieder einen Push versuchen. Wäre auch mal wieder was. Aber ich glaube nicht, dass wir hier einen All-in Push sehen werden. Außerdem ist der Jugger schon raus mit der Healing Ward. Es ist ja auch viel schwieriger. Naja, Spaß beiseite. Lycan vielleicht noch die Venge dazu, die gegen Juggernaut einigermaßen gut ist. Aber wir sehen erstmal den Axe von LGD Gaming. Aggressiv auf jeden Fall. Zweimal Wolverine Bart. Zweimal, ja, aggressive Helden. Und zumindest dann nach 10 Minuten könnte es schon mal einiges passieren. Außerdem Lycan, wenn er eine gute Lane bekommt, wenn er früh den Tower pusht, hilft es auch Axe, der natürlich umso besser wird, je früher halt der Blinkdagger kommt. Könnte auch so ein Ding sein. Ja, Cloud9, weiß ich nicht. Eine Venge wäre hier ganz gut, um Leute halt aus dem Call raus zu swappen. Und da kommt auch schon die Venge. Andererseits wäre eine Venge natürlich auch gut, weil jeder pickt sie. Ha, weil sie ein guter Held, ja. Außerdem mit der Wave of Terror ist es ganz gut gegen die Lycan Army. Damage hilft immer. Und ja, wenn Lycan halt mit seiner Army Leute findet, können halt schnell Dinge rausgeswappt werden, um halt so den Damage vielleicht ein bisschen zu minimieren. Außerdem, Lycan ist schnell und der Swap raus hilft doch ein bisschen beim Catchen, wenn er früh genug sitzt. Tja, Shadow Shaman Bann. Also, auch Cloud9 denkt hier, Lycan First Pick. Das scheint ein bisschen mehr auf Richtung Push zu gehen. Und Shadow Shaman wäre hier auch eine ganz gute Wahl. Denn, ja, Push ist einfach zu dealen. Besonders halt so diese Minion-Based Push von Lycan. Da kann man halt schnell mal mit einem Earthshaker oder so einfache Dinge tun. Wohingegen die Wards, die kann man halt stellen. Und die muss man halt right-klicken. Das ist halt immun gegen Magic Damage. Dementsprechend halt nicht so anfällig gegen einfachen D-Push. Mal schauen. Ich glaube, wir werden so ein bisschen sehen, was hier rauskommt. Denn wenn LGD hier anfängt, irgendwie einen Earthshaker zu bannen, wissen wir, okay, es werden mehr Minions. Aber gut, Pack erstmal gebannt. Auch gegen viele Minions gut, AOE-Damage. Und halt auch früher D-Push. Also, weiß ich nicht. Ein Pack-Ban könnte durchaus ein Blick Richtung mehr Push sein. Ansonsten schauen wir uns mal den nächsten Pick von Cloud9 an. Ist halt, weiß ich nicht, gerade. Ich will gerne bei Cloud9 jetzt über dem Game, wo sie halt wirklich ihr Lineup spielen wollen, hätte ich halt mehr gedacht, dass sie vielleicht eher in die Richtung das spielen, was sie halt können. Und das ist halt nun mal Draw plus X. Wie auch immer. Visage. Oder so. Venge of Spirit ist da schon ganz gut drin. Jugger ist halt ein bisschen unpassend da drin. Das ist das einzige Problem. Wenn sie das hätten machen wollen, glaube ich, dann hätten die Venge first gepickt und dann
vielleicht als Second Pick was anderes gemacht. Andererseits wird es natürlich auch recht einfach gebannt, wenn sie es halt schon in den ersten beiden Picks zeigen. Shadow Fiend ist aber raus. Von daher sind wir hier kein irgendwie Shadow Fiend, Venge, Draw oder sowas. Was durchaus halt auch so ein Ding sein könnte, was halt Cloud9 drauf hat. Tja, und Visage tatsächlich von LGD hier. Die Draw, glaube ich, wird nicht so interessant, weil Lycan und X nicht halt davon profitieren, aber weiß nicht, ob das jetzt hier einen, nee, einen, weiß ich nicht, ein Wegnehmen-Pick ist. Glaube ich eher nicht. Denied. Aber Visage. Ja gut, ansonsten halt einfach nur mit den Familiars und pushen und ja. Vielleicht auch einfach nur pushen. Kann natürlich auch sein. Tja, Cloud9. Schauen, Tiny Wisps nochmal spielen. Bin ich mir nicht sicher, ob das ein besseres Lineup jetzt hierfür wäre. Venge Persuaded Solo Support würde okay sein. Juggernaut ein starker Laner. Weiß ich nicht, ob Eternal Envy jetzt vom letzten Game nicht so angetan wurde. War, dass er jetzt das nochmal pickt oder so. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall haben sie jetzt einen guten Setup, um so ziemlich alles zu spielen. Können halt hier rausholen, was sie wollen. Und da in die Richtung dann halt. Was auch immer spielen, was sie wollen. Wobei tatsächlich Cloud9 schon ein paar Games gemacht hatte, wo man dachte, okay, ist kein gutes Draw-Game. Und dann haben sie da halt trotzdem die Draw ausgepackt. Ist halt die Frage. Bristleback ist es. Na gut. Cloud9 geht wieder mit dem Bristleback. Tja, hat im letzten Game nicht funktioniert, aber nur weil Bristleback sehr weit zurück war, hatte keine gute Lane. Dann wird er diesmal auch nicht bekommen, denn es ist ein Offlane-Bristleback, denn Juggernaut wird, glaube ich mal, die Safe-Lane übernehmen. Tja, zumindest ist ja ein Defensive Swap eventuell noch drin, aber mit Axe ist es halt auch so eine Sache. Wenn Axe ihn halt einfach callt von hinten, dann dreht er sich halt um, im Gegensatz dem ganzen Team und kriegt halt direkt eine Soul Assumption ins Gesicht. Und solche Dinge. Da wird es im Call halt schwierig zu sein, immer den Rücken zum Gegner zu haben. Also vielleicht nicht der beste Pick, zumindest gegen Axe, aber gegen Lycan eine gute Sache, gegen die Visage Familiar ist eine gute Sache, denn die Quills damagen ist ja, weil es Physical Damage ist, in der Hinsicht eine gute Sache. Aber ja, gegen Axe kann man nichts machen. Es gibt nicht immer perfekte Helden. Tja, LGD. Wenn, also ich habe das Gefühl, dass ein bisschen mehr auf Push gehen. Wir haben jetzt noch ein Witch Doctor. Okay. Keine Minions, aber der Heal, der dem Push zugehörig sein sollte. Haben wir mit dem Axe einigermaßen Kontrolle, außer dem Familiar Stunts, rechnen da auch noch hin. Und auf Cloud9 haben wir halt bisher nur noch die Venge for Spirit. Und die Venge sollte wahrscheinlich erstens so weit hinten stehen, dass sie jemanden rauswappt. Das heißt, sie ist nicht in Range vom Witch Doctor. Und zweitens, wenn sie im Range vom Witch Doctor ist, ist sie halt mittendrin. Und dann steht sowohl Axe als auch Leike neben ihr. Ist keine gute Position für Venge for Spirit und dementsprechend wahrscheinlich eine ziemlich tote Position. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob da der Death Ward anständig gekontert wird. Da muss Cloud9 jetzt auf irgendwas setzen, was Stun hat. Und vielleicht sogar durch BKB durch. Wobei halt die Visage traditionell Position 4 ist. Das nimmt Witch Doctor Position 5, frühes Aghanims und sogar ein BKB wird da wahrscheinlich eher nicht in Reichweite sein. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob der Death Ward hier irgendwie mit einem großen BKB versorgt wird. Also sollten noch normale Stunts reichen. Stunts ist allerdings nicht das, was Cloud9 jetzt noch gepickt hat. Wisp ist die Wahl. Juggernaut Wisp, Juggernaut Bristleback Wisp ist eine gute Wahl. Aber sie haben halt auch nur wirklich jetzt zwei Cores. Und die zwei Cores, Lycan ist sehr gut gegen Juggernaut. Axe ist sehr gut gegen Bristleback. Axe ist auch gut gegen Juggernaut an sich, weil er tanky ist, soweit ich das mal sehen würde. Und es ist halt kein gutes Setup irgendwie, um hier zwei Supports rauszuholen, die halt wirklich rein darauf basiert sind, den Juggernaut und den Bristleback zu buffen oder zu helfen, wenn die beiden Helden schon wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, hier wirklich die Playmaker zu sein. Da muss Cloud9 jetzt doch irgendwas bringen,
was den beiden hält, den Jugger und den Bristleback, den Vorteil gegenüber dem Lycan und dem X verschafft. Würde ich jetzt mal so analysieren. Wir merken uns, mit einer AP wäre das eine Sache. Außerdem, ja gut, Juggernaut in Mitte, Bristle Carry Offlane Titanter, weiß ich nicht. Irgendein großes Ulti. Ha, okay, Titanter wird es tatsächlich von Clown. Nein, gebannt. Wäre aber ein ziemlich cooler Pick hier. Like in Mitte, Ake Safe Lane oder Aggressive Tri-Lane, Witch Doctor. Holy Craps, das ist ein Zungenbrecher. Witch Doctor Visage. So rum. Nee. hilft nichts. Ist schwierig. Aber anyway. WD Visage. LGD Gaming. Es scheint hier offline zu werden. Müssen sie jetzt noch irgendwas picken? Ansonsten halt, wenn sie aggressive gehen, Lycan Solo gegen Bristleback ist vielleicht keine gute Idee. Dementsprechend Lycan Mitte. Aber ich glaube, das wird davon abhängig, was jetzt Cloud9 für die Mitte pickt. Und natürlich, was LGD Gaming denken, was Cloud9 für die Mitte pickt. Haben jetzt noch 5 Sekunden Reserve Time. Haben jetzt wahrscheinlich was im Kopf, finden nichts Besseres und nehmen den Timbersaw tatsächlich. Ja, Bristleback und Juggernaut ist ziemlich gut. Bristleback natürlich auch ganz gut, für die Stats wegzunehmen und leben. Außerdem gegen Wisp eine coole Sache auch außerdem. Das Problem natürlich für Cloud9 ist, dass LGD es schon richtig gut gemacht haben, denn es ist kaum Lockdown für den Timbersaw da. Wird eine richtig gute Zeit haben, sie haben halt irgendwie ein Stun und ein Swap. Void ist der Call. Naja gut, Void für LGD Gaming, ja. Ja, das wäre auch eine coole Sache gewesen, aber mit Aches und Lycan synergiert nicht, das nicht so gut. Timbersaw ist der Call und Cloud9 wird 12 Sekunden noch. Spannung steigt. 5 Sekunden. Und Legion Commander. Also, 3 Cores, 3 Minis gegen den Timbersaw. Da müssen jetzt aber die Plays kommen. Das würde ich vom Draft her in favor of LGD setzen. Wenn Cloud9 es irgendwie schafft, den externen Kontroll zu bekommen und Lycan so zu lanen, dass er halt vielleicht nicht Freeform hat und vielleicht nicht so viel Space bekommt, dann ist da gut eine Chance sein. Außerdem müssen sie ja halt gucken, dass der Timbersaw halt nicht der Ultra-Playmaker wird hier. Aber es ist halt irgendwie 3 Mili gegen 3 Mili und dann die Range-Supports dahinter. Ich würde halt sagen, dass LGD die fetteren Cores, die fetteren Milis hat. Weshalb es halt schwierig ist. Es sollte ausgeglichen werden vom Wisp, der halt außerdem nicht wirklich gecatcht werden wird. Also Timbersaw wird halt versuchen ranzukommen, aber je nachdem wo sie fighten, hat da Nordhale eine gute bis schlechte Chance, da halt wegzukommen. Es wird ein einziger Brawl. Ein einfaches Schlachtfeld. Ja, kein Random. Random wäre auch gut. Okay, auf der Seite von LGD haben wir Faith und MMY, die zusammen das, supporten. Mit der Visage und dem Witch Doctor. Sylar auf dem Signature Lycan, den ich auch schon öfters auf Sylar gesehen habe, in July. Auf dem Axe, der wohl offline bzw. aggressive gehen wird. Und Jao auf dem Timbersaw. Ich glaube, Jao 8 war woanders. Erstmal Blockwort schon gestellt von Bone 7 hier auf der Offline zusammen mit Nordhale. Vielleicht bleiben sie da. Oder, weiß nicht, ob Vater jetzt in die Mitte rotiert, auf dem Bristleback. Kann er natürlich tun. Vater ja eigentlich traditionell Mitspieler, wenn Eternal Envy halt nicht gerade einen Carry in der Mitte spielt. Misery als Support, Venture Spirit. Und zuletzt Eternal Envy auf dem Juggernaut. Und die Rotation wird direkt gesehen. Juggernaut geht jetzt zur Rune. Geht mal gucken. Aber ja, ich glaube, er wird selber... Achso, wird gesehen, ja gut. Wird von der Ward nicht gesehen, denn das ist eine Dire Ward. Den Aches... sehen sie nicht. Ich wollte schon sagen, das ist über die Hälfte. Aber gut. Ja. Die Rune wird relativ eindeutig zur LGD gehen. Und Bottom Rune geht an Cloud9. Diesmal ein bisschen umgedreht, aber hey, wenn es aggressive geht, ist es halt so. Das Schöne ist, an dem Ward hier oben haben sie halt jetzt auch gesehen, okay, LGD geht aggressive. Das heißt, C9 scheint zu dodgen. Ist auf jeden Fall eine sinnvollere Wahl. Jugger solo auf der Toplane ist halt ein Problem, aber hält Bristleback. Da sollte Jao nichts bekommen. Sollte. Das ist natürlich immer die Sache. Oder einfach eine frühe Rotation in die Mitte.
Syla ist natürlich ein Hero, den man recht einfach shutdownen kann. Dann Solo, Bone 7 gegen Zhao. Ja, Legion sollte auch eine gute Zeit haben. Ich gucke immer wieder in die Mitte, aber es scheint so, als ob Misery hier zurückgeht. Haben sie keine Opening gefunden. Die Lane ist einfach nicht gut genug zurückgepusht. Syla hat hier die Lane gut unter Kontrolle. Hat Vater nicht so viel Chancen. Ist jetzt halt in der Mitte. Jetzt hätten sie einen Go machen können, aber halt auch der Range-Kill da oben wird sie immer verraten. Angelize, Creeps gibt oben. Ist eine recht böse Lane für Juggernaut, definitiv. Ist, ja, ist eine schwierige Sache. In der Mitte, Vater aggressiv in Syla drin. Apropos aggressiv, ich meine Envy vollkommen unaggressiv, versteckt sich im Wald, muss es tun, aber kann immer die Crape Wave dahin rausziehen. Aber Aix wird ihm da einiges zu schaffen machen. Aber Regen, Eternal Envy hat genug Regen, hat mit dem Star Sheet auch gut Chancen hier, die Creeps ganz gut auch zu denken. Mal schauen, nächste Versuch in der Mitte von No-Tail. Jetzt nicht der traditionelle Ganker ist auf dem Wisp, aber gut. Ist halt zumindest da. Ist halt zum einen in Richtung der Tri-Lane auf der Bottom-Lane, zum anderen kann er halt Vater safen, falls Vater angegangen wird. Auch traditionell mit der Bottle First. Standard. Alles Standard. Und ja. Nutzt halt die Möglichkeit, um hier die Top-Rune zu bekommen. Bildet sich eine Haste-Rune. LNV wurde geslowt. Kriegt immer noch ein bisschen Damage. Holt den Healing Ward raus und es passt. Faith wird hier gesehen, wie er rotiert. Bone 7 versucht ranzukommen, aber ist nicht möglich. Auch kein Stun da richtig da. Ist jetzt eine Dual-Lane auf der Bottom-Lane. Eternal Envy muss solo irgendwie klarkommen. Hat ganz gute Region von der Healing Ward. Aber die wird auch gleich auslaufen. Und jetzt wird er geslowt. Call ist da. II wird das First Blood? Weiß nicht, Healing Ward ist noch da. Der erste gegen. Oh, und der Spin von Angelai holt den First Blood auf Eternal Envy. In Mitte Lane wird Syla gegoat jetzt hier. Dual Misery muss die Akku toggeln. Muss die Akku toggeln. Ah, oh, kriegt den Stun nicht raus. Muss sich zurückziehen. Stun kommt raus auf Faith, der nicht stunnen kann. Was halt ganz gut ist. Vater wird jetzt gestunt, aber zu spät. Ist zu weit hinten. Went better than expected für LGD in dem Sinne, weil Misery halt nicht rankam für den Stun. Andererseits, auch die Rotation war das halt dann auch gut, dass Misery noch den Stun hatte. Sonst hätten sie mit der Cask eventuell unter Tower Range halt noch ein, zwei Bounces bekommen. Wären nur maximal drei Bounces gewesen, aber immerhin mehrere Dinge. Dinge. Und Last Hits her, natürlich Aix, fast 100% Last Hits und holt sogar noch das Minicamp da ab. Von daher sehr, sehr weit oben am Board. 29 Last Hits ist quasi jede Creep Wave und zwei, dreimal das Easy Camp. Hatte natürlich ganz gute Last Hits, auch aber auch im Networth sehr weit vorne mit dem First Blood natürlich. Respect im Limiter, Vater kann gut fighten. Versucht hier auf Silent zu deffen. Kommen die TP-Reactions, sieht dann das aus, aber es könnte zu spät sein. Hier, Slow ist raus auf Vater. Oh, und er kommt aber noch dran. Wisp Ball holt sich den Kill. Na, ja, Bristleback mit den Quills. Aber Note, ja, Tether in 1. Tether, jetzt Tether, aber ein Hit. Noch ein Hit. Oh, es reicht. Das hätte ich nicht erwartet. Das war ganz knapp. Oh, und Vater ist jetzt hier geslowed. Wird gekited. Sollte aber wegkommen, hat genug Regen. Und es macht auch nicht so viel Damage. Knappe Sache bei Wisp. No-Tail zieht in den kürzeren, aber sie holen den Kill auf Syla und das ist richtig wichtig gewesen hier. 1:1. Ja, der Fight Recap zeigt es nicht so ganz, aber naja, Syla für Wisp ist auf jeden Fall ein super Trade. Für Cloud9. So, in July wird jetzt hier gecatcht. Rotations kommen hier, Eternal Envy, Level 5 und kein Slow mehr. Das wird eher nicht erfolgreich werden. Mal schauen, ob die Rotations hier noch reinkommen. In July wird gechased. Jetzt kommt der Stun raus. Und Eternal Envy kommt davor und kann ihn jetzt schön bodyblocken. Aber der Call von In July verhindert, dass er weiter vorne bleibt. Aber es sollte mit den Balls reichen. Oh, MMY blockt die Balls. Das wäre eventuell ein Kill gewesen. Jetzt Eternal Envy in allen drin. Lycan-Würfe blocken ihn. Misery ist schon down. Legion Commander ist auf der anderen Seite auf der Bottom Lane down gegangen. Wurde Rücke Chop Chop und Return. Zhao ist vorbeigekommen mit dem. Nicht Zhao. MMY. Ne, Faith ist vorbeigekommen. Auf dem Witch Doctor. Hat die Rotation geholt. Auch auf der Mitte läuft es nicht so gut. 4:1 für LGD. Ja. Cloud9 ist ein Kills hinten. Aber immerhin haben sie den Sidler gekillt. Der Rest des Ganzen
Ja. Bis auf Bristleback sind alle schon mal gestorben. Aber Bristleback hier auch ein sehr wichtiger Held, um halt auch zurückzukommen. Bristleback wird fett, der Rest eher nicht. Müssen wir halt mal schauen. Legion Commander kriegt ein bisschen Space auf der Top-Lane. Dann haben wir eigentlich Eternal Envy, der jetzt, okay, im Wald sein Level 6 holt. Und dann vielleicht können sie einen Gegner damit machen. Faith mit dem aggressiven Wort hier auf der Bottom-Lane. Dass da demnächst auf dem Bottom-Tower ein bisschen Action kommt, beziehungsweise Zhao seinen Space hier bekommt. Mana-Boots fertig. Erstmal das Wichtigste. Und dann wahrscheinlich auf dem Weg zum Bloodstone. Wenn man das noch First Item geht. Temastor ist auch eine Weile lang nicht da gewesen. Aber naja, auf der Top-Lane, tja, in July, steht drin, holt sich die Creeps. Einiges in Networth. Ist halt weit, weit vorne. Vater kann gut farmen, kriegt auch ein paar Würfe immer ab. Ist auch ganz praktisch. Aber ansonsten, in July hat Space. Zhao hat halt auch Space auf dem Timbersaw. Und Sider hat jetzt nicht die beste Wahl unten, aber ist halt ganz gut dabei. Jetzt kommt der Slow, aber press the attack. Purge das einfach weg. No-Tail stackt ein bisschen die Engines. Ist natürlich auch recht einfach für Vater zu farmen. Mal schauen. Scheint jetzt der Push zu kommen. Die Lane wird jetzt zumindest ein bisschen geauto-attackt und gepusht damit. Noch kein Mana verschwenden, klar. Aber egal. Mitte drei Leute von Cloud9. Vier von Cloud9. Smoke. Und ja, sie wollen keinen Zeller. Das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, eventuell mit Smoke ranzukommen. Und Sider muss sogar solo gegen Vater hier sein Ulti anmachen und wegrennen. Hat noch eine Bottle Charges, wird dementsprechend ein paar Creeps hitten und dann wieder kommen. Aber erstmal die Rotation mit Omnislash von Eternal Envy auf die Bottom Lane. So, und jetzt Faith, aber sehr blöd in der Creep Wave drin. Erstes dann draußen, zweites dann draußen, nicht so schlimm. Jetzt der Spin. Misery kommt nicht ganz ran. Zhao kommt da weg und Eternal Envy kommt mit dem Omnislash ran. Sollte. Ah, daneben. Das ist bitter. Bin nicht ganz sicher, ob er es abgebrochen hat oder ob er halt nicht ran wollte. Oder ob er einfach einen anderen Held wollte. Könnte jetzt Omnislashen, aber es ist halt auch schwierig, ein Omnislash. Wir sind halt drei Helden da. Und wahrscheinlich im normalen Fall kriegt er seine Attacken gespaced auf alles. Und dann bringt es halt nichts. Von daher Omnislash lieber behalten, anstatt ihn hier zu verschwenden auf drei Helden. Auch ein guter Call, aber leider ist halt wieder nichts passiert für Cloud9. Schauen wir uns mal nach 8 Minuten die Grafen an. Sehr weit vorne für LGD. Klar, sie haben auch 4 Kills, haben halt dementsprechend einen Space, besonders auf Injuli, der tatsächlich Vanguard first gegangen ist. Kein Blinkdagger. Aber gut, gegen diese Melee-Cores ist natürlich auch ein Vanguard-Pflicht. Ist tatsächlich hier in dem Spiel ein Core-Item. Weiß nicht. Nur auf Bristleback bisher, nur auf Axe. Mal schauen. Injuli wird jetzt eingegangen, der Bristleback, ja. Der Vanguard muss jetzt Arbeit leisten, aber ist zu weit hinten. Rotations auf die Bottom Lane, eventuell. Cloud9 bereiten es hier vor. Duel ist auch da. Schön hinter den Bäumen versteckt, Bone 7. Aber es sind halt auch 4 Helden von LGD auf der Bottom Lane. Wird es schwierig. Cloud9 holen mehr TPs rein. No-Tail ist jetzt auch da. Mal schauen, ob sie was bekommen. Zhao könnten sie halt recht schnell bekommen, wenn sie rankommen. Aber das TP kommt jetzt rein, Sella ist da, Vater ist drin, Stun kommt rein, Sella ist da. Duel nicht geschafft, das ist schade. Aber jetzt hier Zhao kriegt in der Chain die Chain unterbrochen und ein Duel-Hit. Vater wird chasen, Vater wird MMI chasen, kriegt direkt die Solo-Champion ins Gesicht und das Maledikt macht noch einen Hit, bringt nichts, denn No-Tail rettet ihn da. MMY als Visage geht noch down, Eternal Envy hinterher. Schöner Fight von Cloud9. Schön zurückgechased und ein bisschen aggressiv von LGD, dass sie da so drin standen. Und halt mit dem Ward, der hier dewarded wurde, hatte der Cloud9 genug Vision und LGD zu wenig, um da was gegen zu tun. Bristleback jetzt auch mit dem Vanguard. Das ist halt mal so das, mal ein Game, wo die Vanguards wieder ausgepackt werden. Aber ich glaube mal, ja, Bristleback und Axe sind halt auch eigentlich die einzigen Helden noch, die Vanguard bauen können. Timbersaw wäre eigentlich auch so ein Held, manchmal in Vanguard gekopft wird, aber naja, Bone 7 geht hier unten doch down. Too much Damage und der Maledikt wird dafür sorgen, dass er da eventuell poppt. Bam, der letzte Hit. Oh, das war bitter, das war knapp. Hat er gar keine einzige Regeneration gehabt. Hat auch noch Glück gehabt, dass die...
Ich dachte eventuell, dass der Debuff von dem Whirling Death, dass wenn er ausläuft, dass er genug Damage, genug Leben hatte, aber das war sehr, sehr knapp. Na gut, Vater aber immer noch umgeschlagen. 1-0-2. 5-0-3 insgesamt für LGD, aber mit dem Fight hier unten haben sie, glaube ich mal, das im Grafen. Okay, nevermind. Irgendwie ging das tatsächlich weiter hoch für LGD, obwohl sie da kein. Ja gut, der eine Kill auf die Legion war das, aber. Ja, der Fight sah irgendwie wichtiger aus für Cloud9, als es dann im Endeffekt war. Zumindest in Sachen Grafen. Deny von Bone 7. Auch gut gemacht. Ansonsten kommt halt den jetzt der Blink Dagger auf AX und der wird ihn hier direkt auf Eternal Envy setzen. Aber nein, sie wollen eher Bone 7, der ein wichtigerer Kill ist. Sogar hier das Death Ward wird ausgepackt, okay. Extenden Match in July könnte hier auf ESMR gehen, aber mit der Healing Ward und so. Außerdem ohne Vision wollen sie da keinen Go machen. Sie sehen halt nur Misery in der Mitte. Der gut hat kein TP. Aber wollen sie nicht goen. Vater holt sich jetzt den großen Stack. Einiges an Gold für ihn. Mal schauen, ob er hier irgendwie auf Mobility geht. Oder ob er doch vielleicht eher in die Richtung. Ja, in die Richtung früher Crimson Guard geht. Gegen dieses All-Melee-Strat ist das bestimmt eine ganze Sache. Ah, Faith wird hier aufgedeckt. In July, Blink. Ah, daneben. Das ist daneben. Jetzt versuchen zu kiten. Vater kriegt es jetzt genau ins Gesicht. Aber Eternal Envy ist da. Und Eternal Envy, guck mal, dass er besser jumpen kann. Schöner Faith. Faith rausgenommen. Okay, der Deathwood ist eh auf cooldown. Jetzt kommt das Duell von Bone 7 auf Jao. Kriegt den Winner. In July. Den Call auf 2. Oh, der Swap vor dem Chopper Chop. Aber jetzt kommt der Chopper Chop noch raus. In July. Auf dem Weg hier. Vater. Schöner Stun auf In July, dass er nicht Vater hier mit dem Chopper Chop choppen kann. Und MMY ist jetzt natürlich auch noch doomed. Triple Kill für Eternal Envy und direkt ab in Roshan. Healing Ward ist auf cooldown. Okay. Aber dafür ist der No-Tail da, der noch gut Bottle Charges hat, um hier den Roshan zu holen. Riesiger Fight für Cloud9. Und hauptsächlich das Problem, dass InJuly da mit dem ersten Call nicht das Ganze gesessen hat. Und dann kam natürlich einfache Rotations mit dem T1 Tower da. Die Würfe werden jetzt natürlich Roshan scouten. Mal schauen, ob sie sneaken können. Nein. Bristleback holt sich die Aegis. Killed by the Dire. Und sonst passiert erstmal nichts. Cloud9 kommen raus. Haben das Game jetzt wohl even wieder, ja. Aber Swap von Faith. Aggressiver Swap, aber Misery wird damit wohl sein Leben bezahlen. Und erstmal Pause. Tja, aber trotzdem haben wir hier Wisp, der schon down ist mit dem Death Ward. Eternal Envy ist, kommt da noch die Cast geflogen, keine Ahnung, zu viele Effekte. Aber sollte eigentlich Faith hier down bekommen, Misery wird down gehen, dann ist es tatsächlich ein, ja, 1-1. Ne, ein 2-1 Exchange. Also nicht so gut für Cloud9. Der Swap war schön, aber Faith hat dann halt einfach geturnt und No-Tail rausgeholt. Außerdem, die Cast ist natürlich super gut gegen Wisp plus X. Pause. Keine Aussagen von den Spielern, wann es weitergeht oder so. Aber vielleicht auch Lag-Probleme oder so irgendwas anderes. Wisp laggt, okay. Ja, ist jetzt wohl zu spät. Schade, No-Tail. Tja, Faith. Ich glaube mal, dass sie down gehen wird. Ihr könnte sich dazu entscheiden, nicht zu gehen. Aber wird wahrscheinlich einfach spinnen und go. Ja. Spin kommt und nein, ich sag mal, muss sich zurückziehen. Hat auch das Maledikt drauf, das tatsächlich auf 2 war anscheinend. Und ja, muss die Healing Ward zünden, damit er hier nicht down geht. Er hätte ihn down bekommen. Tja, ein Hammer für LG damit. Der Swap lief nicht so gut, haben jetzt Aegis bekommen, aber dafür 2 Supports abgegeben, plus Eternal Envy ist low gegangen. Verlieren den Tower hier. Kein guter Exchange und ja, leider kein guter Swap von Misery hier. Gut gemeint, aber leider ging das in die Hose. Networth, Aegis ist immer noch vorne und ist auf der Jagd. Würfe scouten für ihn, ansonsten kann er halt ganz gut farmen. Masterpiece in der Mitte für Cloud9. Vater versucht hier einfach reinzugehen. Versucht ein bisschen Action zu machen. Sie haben die Aegis, sie haben den Go und gerade den Vorteil. Könnten sie einen Versuch machen, aber ja, Yao ist halt nicht der Held, den sie haben wollen. Vater allerdings geht weiter, holt sich einen Ball oder Faith. Sehr viel am Swappen. No-Tail wird gefunden von In July, geht direkt down. Das ist bitter. Aegis ist dann da, hat ein bisschen Movement Speed. Eternal Envy, ha, um die Slashen 5. Aber Vater wird hier nicht aufhören. Wird hier nicht aufhören. Hinterher 3 Stacks.
4 Stacks, wenig Armor. Okay, plus 40, nevermind. Hier kommt das Duel, da kommt das Duel und oh, Winner, Angel Lai gewinnt das Ganze. Ah, das ist bitter. Und Eternal Envy muss sich jetzt zurückziehen. Vater kommt wieder. Aber Angel, Zhao kann auch einfach wieder raustethern. In dem Sinne natürlich nur 2 zu 2 Exchange, aber Nautil ist vorher rausgegangen und die EX ist down. Und das nur für Angel Lai. Wurde jetzt im Networth tatsächlich überholt, okay. Aber das war ein schwieriger Fight für Cloud9. Bottom Lane, Sylar holt nebenbei mit dem klassischen Split-Pushing-Lycan noch den Tower. Und auch Eternal Envy kann da nichts gegenhalten. Schwierige Zeiten für Cloud9. Tun ihr Bestes. Aber so die einfachen Exchanges kriegen sie hier nicht. Snackt sich die Rune. Sylar kriegt da nichts. Hat aber die Haste-Rune, kann ein bisschen scouten. Allerdings glaube ich, wird er es lieber zum Farmen nutzen. Itemweise, nachdem wir diesen Smoke hier sehen von Cloud9. Was haben wir? Timbersaw ist auf dem Weg zum Bloodstone. Und ja, ist schon ziemlich gut dabei. Braucht allerdings jetzt nur noch einen Vitality Booster. Wie viel Gold fehlt dafür? 400. Finden hier Sylar. Und kriegt den Chopper den Slop. Ja. Oh, die Wölfe sind gerade Invis geworden. Und da konnten sie das nicht dodgen. Kill für Sylar und ein Solo-Kill für Eternal Envy. Technically. Hat es zumindest alleine den Damage rausgehaut, aber Nautil ist natürlich immer hinter. Von daher, hey, Solo-Kills passieren in diesem Spiel selten. Mit einem Wisp, der eigentlich immer irgendwo dranhängt. Naja, Zhao auf dem Weg zu diesem Bloodstone. Witch Doctor hat das Medaillon und die Urnus reicht erstmal. X mit dem Blinkdagger. Vanguard geht jetzt auf Plate Mail, wahrscheinlich ein frühes Schiefers. Oh, aber erstmal Smoke von AGD. Jump rein und den Call. Ja, gut, hat einen Call rausbekommen, aber Spin von Eternal Envy ist da. Passiert erstmal nichts und Defensive Relocate. Wollen Cloud9 das fighten? Es sieht nicht so danach aus. Nein, Vater ist gar nicht da. Nautil ist hier down. Sagt mir so genau, wo er hinstehen muss, aber der Call wird halt kommen. Der Call wird halt auch auf Spin kommen und ja. Nichts zu machen. Und Chop Chop, Cunning Blade, down. Hm. Aber wieder LGD bekommen für den Smoke nur einen Wisp. Tja, haben ihn halt jetzt ein bisschen was natürlich gegeben, aber war es immerhin den Smoke wert natürlich. Trotzdem wenig Kills bekommen hier. Tja. Lycan. Weiß ich, was noch im Weg ist. Das nächste Item für Lycan. Ah, kenne mich nicht mit Lycan, glaube ich, gar nicht so sehr aus. Weiß ich, ob das jetzt schon besser wird, als ob das AC wird. Könnte AC sein. Meistens halt ein BKB, wenn es gebraucht wird. Hier in dem Fall ist, glaube ich, ein BKB nicht gebraucht. Aber egal. LGD mit dem nächsten Smoke direkt. Und direkt die ganzen Smokes aggressiv, denn jetzt ist ihre Zeit, sie haben das Momentum und wollen halt jetzt auch zeigen und halt auch das Momentum ausbauen. Wollen sie C9 jetzt bekommen, bevor sie recovern, bevor irgendwas hier möglich ist. Finden jetzt hier in July Eternal Envy direkt im Stun drin. Nautil versucht sein Bestes, ihn rauszuhalten, aber geht nicht. Deathward macht zu viel Damage. Vater ist jetzt hier drin. Nautil wird wohl hier down gehen. Soul Assumption hätte noch später dafür gesorgt. Vater auf dem Rückzug und wieder ein erfolgreicher, oder dieses Mal ein richtig erfolgreicher Smoke von LGD. Einige Down bekommen. Oh, und der nächste Smoke, der nächste X Call. Smoke, Call, ja, alles dasselbe. Auf Misery, aber der kommt gerade so weg. Oh, das war blind. Bin auch nicht sicher. So, ein Call, irgendwo passieren Dinge, muss Kamera panisch bewegen. Und sieht nichts, na gut. Tower für LGD. Und ab back dafür. Juggernaut ist gleich wieder da. Trotzdem 14 zu 7. Die Grafen 5000 vorne für LGD. XP ist noch even. Aber tja. Mecha für Visage. Lycan gut dabei. Timbersaw wird jetzt den Bloodstone haben. Die Core-Items sind halt für LGD da. Bei Cloud9. Juggernaut hat ja eigentlich immer Core-Items. Okay. Wisp braucht auch nur die Bottle, Bristleback ist tanky, hat Sentient Yasha fertig, okay. Aber hat auch Legion Commander, immer noch keinen Blinkdagger für Bone 7, sagte er. Und nach dieser Quefe fährt er einen Blinkdagger. Ausgezeichnet, die Core-Items sind so langsam da für Cloud9. Und ja, vielleicht jetzt mit ein paar schönen Duels könnten hier Cloud9 zurückkommen. Aber, das wird ein schneller... Das wird ein Swap zurück. Das war wohl der falsche, aber... Diese Range, okay. Ja, schöner Omnislash von Eternal Envy, aber ich dachte eigentlich, dass genau das eben nicht mehr passieren konnte, nachdem es hier genervt wurde, die Range. Aber gut, die Animation dauert halt immer noch ein bisschen. Und dann
sah die Range größer aus, als sie war, aber ja, das war ein Long Range Omnislash. Aber ich war noch gar nicht sicher, warum er hier zurückgeswappt hatte. Misery vielleicht ein bisschen daneben geklickt. Nicht sicher. Stimmt, ja, like ein Necro. Necro ist ja noch drin. BKB wird nicht gebraucht, dementsprechend Necro oder AC. Wobei er doch hier Ex auf den AC gehen könnte. Bin mir nicht sicher, ein Shivas könnte es sein. Sollte es wahrscheinlich auch sein. Ah, und genau, Necro für Lycan. Mal schauen, das mit dem Gold aus, sieht das... Müssen wir schauen, ob er jetzt bei 2000 was kauft oder nicht. Ich glaube auch, dass ein Ex sonst die Chainmail gekauft hätte, wenn er hier auf den AC gehen würde. Kann natürlich auch sein. Andererseits, welches Item würde er weglegen? Gar keins, okay. Vielleicht auch nicht, müssen wir schauen. Aber jetzt mit dem Link-Digger auf Bone 7... Kommst du hinein nach vorne? Kein Omnislash für 50 Sekunden, kein Relocate für 17 Sekunden, aber egal. Oh, Omnina, oh, Bone 7 findet hier auf der Klippe das, aber MMY kriegt der Match. Das ist bitter auf der Visage. Und der Death Ward steht richtig gut hier. No Tail ist auch noch down. LGD gewinnen diesen Fight ohne große Probleme und überragend. Ohne Omnislash ist es ein wenig möglich. Call und Chopper Chop, auch wenn die Animation gerade irgendwie 3 Sekunden nach dem... eigentlich Animation da ist. Much Legs, such Wow, such Asian Dodo. Wie das halt so ist. HD haben bisher das Game richtig gut unter Kontrolle. Allerdings hat man auch in diesem Fight vor ein paar Minuten auch gesehen, dass die Cloud9 doch noch die Möglichkeiten haben, was zu tun, wenn von HD ein paar Sachen nicht funktionieren. Allerdings jetzt mit der Double Damage Rune auch auf Scyther scheint das ganz gut zu funktionieren. Aegis, schauen wir mal, wann sie respawnt. Und zwar in... jetzt. Okay. Ach ja, stimmt, das war nicht der Timer für Dingens, sondern es war schon... das war schon der Schritt. Roshan ist wieder da, direkt kommen die Pings raus. Sehen hier Cloud9, oder zumindest Vater, der noch nicht da ist. Von daher, schnell rein in Rosh. Und mit minus 4 Armor. Mit dem Medaillon, es ist eine ganz einfache Sache. Außerdem mit Howl, mit den Familias. Sehr schnell down. Scyther kriegt die Aegis, oder nein. Zhao kriegt die Aegis. Hat auch dann wieder danach wieder volles Mana, was im Timbersaw auch immer ganz gut ist. Mit dem Bloodstone kann er sich auch danach wieder denyen. Wahrscheinlich die bessere Wahl. Scyther ist auch so, denke ich. Zhao wird also hier als Playmaker ausgewählt. Kriegt die Aegis. Und dann geht's dann los. Los, los, los. Cloud9 sind halt weit hinten. XP-Kraft ist sehr gezackt. Sehr viele Teamfights mit sehr viel XP, die sich ändern. Sehr viele Cores halt auch tatsächlich, die hier down gehen. Irgendwie meistens in anderen Spielen haben wir einen Hard-Carry, der halt irgendwie farmt und eine Mitte, die halt rumspringt und Plays macht und meistens halt nur aggressiv. Das heißt, die Mitte holt sich halt nur die Kills, die sie bekommen kann und es sterben viele Supports und in Anführungsstrichen unwichtige Carries. In dem Spiel haben wir halt irgendwie 6 Carries, 6 Nahkampf-Carries, die einfach nur auf Small geben. Und von daher ist es halt sehr gezackt, immer wieder sehr viel XP, weil halt, ja, es gibt halt nicht so viele Playmaker, die halt immer rein und raus gehen können und damit halt Kills holen können, sondern halt einfach nur, zack, wichtige Kills, die hier abgegeben werden, wenn Kills abgegeben werden. Networth, naja, immerhin bleibt es so bei Cloud9, 5000 Networth nach 23 Minuten ist jetzt nicht die Welt. Allerdings gegen den Pushing Lycan Lineup ist es halt so eine andere Sache. Vater ist hier vielleicht ein bisschen über, wo ist Ex? In July kommt da rein. Call ist draußen. Oh, und Vater kriegt das Blade ins Gesicht. Schöner Call. Death Ward, alles drauf geworfen. Easy Kill. Aber naja, konnte Vater nichts tun. Sie hatten. Naja, hatten keine Vision, war nichts zu tun. Weil ja nicht out of position ist halt so eine Sache. Bone 7 ist jetzt hier drin. Greg gesilenced. Omnislash trifft nichts. Zhao ist drin. Hat aber auch die Aegis. Winner kriegt hier Faith immerhin. Jetzt sind Cloud9 am Chasen. Injilai wird geslowed. Wird wahrscheinlich seinen Blink nicht rausbekommen. Dafür sorgen die Quills. Zhao versucht hier irgendwie was zu tun. Vater ist halt drin. Aber versucht sie ein bisschen zurückzuziehen. Immer ein bisschen hin und zurück. Injilai geht jetzt hier down. Und kriegen sie mehr? Das ist die Frage. Kriegen Cloud9 hier mehr? Scyther wird hier gefunden. Aber... ja, okay, TP raus, obwohl man die Animation immer noch nicht angefangen hat. Jetzt fängt die Animation an. Ausgezeichnete Arbeit, Asian Dodo Pings. Okay, das... ich dachte, warum steht hier dein Weg rum? Warum verschwindet er?
Okay, Relocate geht dann auf die Top-Lane. MMY wird gefunden. Und sollte hier down gehen. Und das Lech ist da. Sie haben keinen Stun tatsächlich. Von daher, aber auch kein TP. Doch, TP war auf cooldown. Versucht hier den Gem abzulegen vielleicht? Nein, da liegt der Gem. Aber wir sind schuld wieder. Wie gesagt, immer noch wieder No-Tail. Armer No-Tail in diesem Game. Das ist kein Game. Apropos Game. Jauk wird hier gefunden und Duel wird gewonnen. Allerdings ist die Aegis wieder da. Cloud9 müssen hier abhauen. Faith ist da. Oder vielleicht auch nicht. Easy Kill. Swap hier auf Misery. Der Ward geht natürlich noch weiter. Nein, geht eigentlich nicht, weil Lags und so weiter und so fort. Und auch Faith geht hier down. Schöne Engages. Beiden Seiten geben hier zwei Supports ab dafür, dass sie hier... Okay, zwei Supports bekommen plus Zhao, der natürlich auch schon wieder da ist, okay. Also, viel Wins für Cloud9 hier. Wichtige Sachen. Eventuell ein Comeback. Werden wir sehen. Die Grafen sind natürlich nichtssagend. Yay, exakt gleiche XP. Exakt gleiche XP. Aber der Networth dippt noch ein bisschen down. Und dann müssen wir schauen, wie weit das denn ist. Aber Cloud9 hat noch einige Tower zu holen. Sie haben ja doch noch drei Tower zurück. Und das ist weniger als drei Tower. Wenn sie die Tower holen, sind sie wieder even. Und ich weiß nicht. Die 4000 Gold da vorne sind halt eigentlich ein Item, was sie halt vorne sind. Das ist nicht so hart. Aber trotzdem sie hier Vater gefunden hatten, konnten sie hier ganz gut fighten. Das spricht für Cloud9. Und da werden wir jetzt schauen, ob sie vielleicht mit dem Smoke Office machen können und hier endgültig wieder das Game even holen. Sind schnell unterwegs. Lycanwürfe finden sie hier. Es kommt direkt der Call. Und wieder ist es Zhao, der noch 8 Bloodstone Charges hat. Geht er hier down? Ja, geht hier down. 5 Bloodstone Charges. Dings ist da, aber jetzt kommt der Death Ward da rein. Death Ward killt direkt einige Heroes hier. Oder auch nicht. Okay, ich dachte, okay, nehmen wir die Legion Commander Song gegangen. Ich habe ein paar Helden poppen gesehen, aber vielleicht waren das noch nur Lags. Call auf 3 und au, kriegt hier dann auch noch EE Summer. Vater ist drin, wird von vorne angegriffen. Die Quills machen den Damage. Injuline muss sich da ein bisschen zurückziehen, aber jetzt ist Notel da. Jetzt kommt der Chase. Aber Silas geslowt, kriegen sie nicht hin. Zu quick. Immerhin ein Familiar gibt es dann am Ende zu. Clutchfight 3 zu 3. Allerdings sind von LGD hauptsächlich... Naja. Ein Core weniger gestorben. Wie auch immer. Komischer Fight, aber im Endeffekt, naja, wie man es eigentlich schon im Draft gesehen hat, 6 Melees hauen sich die Köpfe ein. Und genau so sah das auch aus. Tja, ansonsten doch recht even eigentlich, wir schauen mal, ob größere Items kommen. Blinkt er auf Timbersaw, auch ganz gute Sache. Necro ist fertig auf Lycan, mal schauen, auf was er jetzt gehen wird. Es ist der AC. X natürlich mit dem Shivas schon fertig. 3700 Gold. Wird wahrscheinlich den Crimson Guard finishen bald. Ist auf jeden Fall ein gutes Item hier gegen Cloud9. Visage, Forstef oder Arganims. Sieht eher nach dem Forstef aus, aber Witch Doctor auf dem Weg zum Arganims natürlich. Hat bisher schon so einen großen Impact hier. Faith hat ein richtig gutes Game bisher hingelegt. Death Ward on par. Hat, ja, 5-5-10. Hat quasi 5 Kills schon in Death Ward geholt und einiges an Damage rausgehauen. Starker Witch Doctor Play. Und ja, mit dem Arganims wird das doch noch wesentlich mehr. Nächste Rune auf der Top Lane. Ah, ne, auf der Bottom Lane. Notel hat sie nur angesagt und nicht aufgehoben. Tja, was passiert? Nichts passiert. Sehr gut. Blade Mail, Wünsch für Spirit, versucht natürlich irgendwie auf den Forstef zu kommen. Ist noch eine Weile hin. 350 Gold. Aber dann halt auch der Forstef vorhanden. Visage, ja, es war ein Forstef. Ansonsten, No-Tail wird wahrscheinlich hoffen, dass er den nächsten Ghost Scepter irgendwie bekommen kann. Aber geht halt erstmal auf die Stats. Basi gekauft. Value-Item hier. Um halt auch das Ganze online zu haben, wird also wahrscheinlich als erstes gleich auf das Vladimirs gehen. Erstmal. Kein Smoke von LGD. Nur 4 Heroes auf die Bottomlane. Relocate. Schön auf Zyla, der hier mit einem Duel gefunden wurde. Und Bones Heaven hat ein Weihnachtsduel-Win. 76. Andersrum.
7-6, ja, aber 76 Dual Damage schon auf Bronze Heaven, der nach 29 Minuten schon einiges angesammelt hat, aber High Ground Push wahrscheinlich von LGD Incoming. Die Frage ist, wollen sie das? Whoops. Ja, High Ground Push ist gut. Ach, Isama. Warum musst du immer sterben, wenn ich hingucke? Nun gut, soviel zum High Ground Push, aber nein. Carry für Carry getradet. Bin noch besser. Vater kann jetzt ein bisschen Damage auf den Tower holen. Okay, ein bisschen Damage ist wirklich ein bisschen Damage. Nicht viel mehr möglich. Aber hey, beide Seiten haben den Push abgewehrt. Beide Seiten haben den Carry bekommen. It's even. Obwohl halt die Tower dann auch halt auch down gehen und dementsprechend Cloud9 zumindest im Network-Graph immer weiter nach unten ziehen kann, einfach weil sie Tower bekommen und den Tower-Vorteil langsam aber sicher runterspielen können. Misery findet hier den Ward. Setzt tatsächlich nochmal einen Sentry-Ward hin, obwohl sie den Game haben. Schauen wir mal den nächsten. Kurier kann halt schön scouten. Auch kein Ward. Mal hier schauen, ist hier ein Ward? Nope, ist kein Ward, von daher können sie jetzt hier wahrscheinlich ganz gut smoken. Vater kommt vorbei. Der Vater. Und Smoke von C9. Mal schauen, was sie bekommen. Wahrscheinlich könnte das böse enden. Hoffentlich smoken sie nicht. Denn das... Aber gut, hier steht die Ward. Sehen sie halt auch, dass da nichts möglich ist. Eventuell ein Wraparound über die Seite. Aber nein. Haben wir hier eine richtig schöne Vision. Dieser Ward hat sich krass ausgezahlt. Eventuell sehen sie jetzt sogar Smoke. Nee. Smoke ist nicht online. Okay. Große Sache, aber sehr, sehr, sehr wichtige Vision hier für Cloud9. Und ja, es wird der Wraparound von Cloud9. Sie haben die komplette Vision auf LGD von, könnte das richtig böse werden für LGD. Aber finden hier erstmal nichts. MMY ist out of position. Das könnten sie ausnutzen, aber wenn sie auf MMY gehen, keine gute Idee. Immer noch gesmoked. Und jetzt finden sie komplett LGD hier. Omnislash kommt rein. Creepskin gezündet, direkt das erste Duel auf Faith tatsächlich mit dem Ding. Und kriegt hier den Dual Damage, ausgezeichnete Wahl. In July versucht tatsächlich raus zu TP'en, versuchen hier alles zu bekommen, aber der Stun von Misery ist da. In July versucht mit dem Core noch irgendwie Damage zu bekommen hier. Jao ist auch wieder drin. Aber Vater ist an der Frontlinie, Vater, die Quills machen einiges in Damage. Internal Envy wird nicht gechoppt, wird rausgeswappt, sehr schön, aber da kommt der Chop. Ist er down hier, Misery, jetzt sind sie low, müssen sie aufpassen. Zyler ist da, Zyler hat noch den Damage, Vater natürlich tanky. Aber müssen sie jetzt aufpassen, Zyler. Ex-Buyback in July ist hier wieder drin. Wenn sie jetzt hier noch weiter auf July gehen wollten, würden sie es bezahlen. Von daher schön zurück. Buyback rausgeforst und nichts für Buyback bekommen. Alle low. Aber ich glaube, da kommen sie raus. Richtig großer Fight. 4-2 getradet von C9 plus Buyback von in July. Einiges. 4000 XP-Change. Knapp 3000 Gold-Change. Das war der Fight, den Cloud9 gebraucht haben, um wieder zurückzukommen. Tja, Roshan wird wahrscheinlich das nächste Ziel. Haben jetzt hier schon Wim Familias, die es ausgestartet haben. Cloud9 weiß es wegen der Wave of Terror auch schon länger, dass hier Roshan wieder da ist. Beide Teams haben Vision dort, aber Smoke könnte natürlich immer noch passieren. Aber gut, Cloud9 geht einfach rein. Zyler ist noch down. Injury Light gebuybackt. Ist halt die Frage, ob sie es tun wollen. Außerdem haben sie halt Vater einfach, der halt drinstehen kann. Ohne Probleme. Und mit einem nur drin, glaube ich, ist es schwierig. Allerdings, Misery ist jetzt hier gecatcht. Injuli findet Misery direkt, Chopper Chop, direkt down, aber von hinten Bounce 7 wieder auf Faith das Duel. Und Faith geht hier down, aber ohne Winner. Notail, fällt hier auch mal wieder. Aber Vater steht halt einfach. Bounce 7 ist jetzt wieder da. Blink Dagger, Bite auf Cooldown. On Cooldown. Vater wird einmal Mai bekommen. Auf der Rückseite haben wir allerdings Zhao, Injuli und Zyler, die einen Wraparound machen. Finden jetzt die Eternal Envy und holy shit, geht er schnell down. Finden auch noch mehr. Bone 7 wird das Problem haben, dass er hier nicht blinken kann und Axe ihn bald anjumpen wird. Aber Bone 7 ist schnell. Kann hier weglaufen. Findet ihr den Call? Findet den Call natürlich, weil er geslowt ist. Blade Mare kriegt er noch an. Aber geht hier auch schnell down mit Zhao, den burstet mit einem Whirling Death. Vater könnte eventuell reengagen, ist sich nicht sicher. Der Tweet jetzt sich raus und das war vielleicht die falsche Idee. Oh, kriegt nicht den Kill. Und auch der nächste raus. Schön gemacht von LGD. Ganz knapp raus. Aber dieses Mal umgedreht. 4-2 für LGD. Die genau dasselbe in Gold und XP traden. Wieder 7000-3000. Nur diesmal auf der anderen Seite. LGD swings wieder rund. Und Roshan lebt halt auch immer noch. Großer Fight von LGD. Und schön hat auch gekitet. Ich glaube, da hätte... Ja gut, Misery war vollkommen out of position. Das stimmt.
ohne ihn vielleicht wäre es möglich gewesen, halt irgendwie Naeus Roshpitz zu fighten. Hat einen schönen Engage hier, aber dann wurde es zu weit auseinandergetrieben. Hätten sie vielleicht einfach wieder in Roshpitz reingehen sollen und halt um Vater rum zu fighten. Anstatt dass Vater Leuten hinterherläuft, die er nicht bekommt. Und hinten und vorne halt der Rest von Cloud9 stirbt. Aber 6 Mini-Carries, direkt der nächste Engage hier. Wieder rein, Quills gehen da an. Und Faith zieht den Death Ward. Stirbt jetzt schon, hat aber guten Damage gemacht. Wieder ist es No-Tail, der direkt in den Call reinkommt. Vater hat einiges an Malik-Damage drauf. Aber hat den Rücken, ist tanky. Aber ist er tanky genug? Hat er auch genug Quill-Damage? Holt sich noch casually in Last Hit, kriegt den Call nicht raus. Aber Burning Death macht einiges an Damage und chop! War es natürlich auch nicht vom Bristleback gedeckt wird. Und hier Hinjulai kriegt den Kill. 2 zu 2, aber 2 Supports für den Bristleback. Und der Bristleback ist die Base Defense. Müssen jetzt gucken. Raikkonen Push wird mit dem Roshan auf jeden Fall kommen. Aegis diesmal auf Sylar, der wahrscheinlich den AC auch schon fast kaufen könnte. Aber, naja, Raikkonen Push. Und gut, ohne Supports ist ein bisschen schwierig. Aber naja, Omnislash ist on cooldown, das ist bitter. Trotzdem sind sie hier da. Direkt das Duel, was nicht gefunden wird. Und aber Angelai wird hier gefunden. Duel rausgeholt. Angelai können sie bursten, soweit man das bursten nennen kann, wenn der Exo tanky ist. Sylar sollte wegkommen. Allerdings, die Wolfform auch schon fast zu Ende. Okay, nevermind. Relocate. Wesentlich zu weit weg, okay. Nee. Nee. Das war nichts. Langer Chase. Aber mit der Mass of Madness kriegt ihr den noch. Hat aber keinen Job. Das ist schwierig. Jetzt ist es Cloud9, die diven. Es ist eine gute Idee. Okay, in July kann Babek. Aber nein, weiter können sie nicht da rein. Kriegen wahrscheinlich einen T2 Tower. Ist auf jeden Fall ein Tower, der sehr, sehr wichtig ist. Dass sie halt weiterhin den Networth runtertreiben können und halt auch wichtige Items bekommen. Die Teamfights sind even. Und wenn jetzt Cloud9 noch ein paar Tower rausbekommt, könnten sie halt ein paar Items bekommen, sodass die Teamfights doch eher im Favor of dafür sind. Wie sieht es eigentlich mit X aus? X hat für 2 Minuten noch keinen Buyback, ja. Und Cloud9 stehen natürlich Highground und gucken hier, was sie tun können. Death Ward, alle Ultis für LGD sind bereit für Cloud9. Relocate in 10 Sekunden. Aber sie wollen es nicht riskieren. Oder warten auf die Creepwave? Nein, warten auf die Creepwave. Nächster Go wird reingemacht. Crimson Guard könnte auch mal langsam aktiviert werden. Aber das wird erst beim Go gemacht. Tower ist down. Kriegen sie hier Rex? Das ist die Frage. Kriegt Cloud9 hier Rex? LGD fightet natürlich. Vater ist drin, aber Omnislash ist draußen. Omnislash trifft tatsächlich nichts. Bisschen bitter. Kein Mana für Spin. Ah, oh, Death Ward rausgebaitet. Das ist groß, aber Angelai ist wieder da und jetzt müssen sie raus. Ohne den Death Ward hätten sie jetzt durchaus einfach nur reinfighten können. Aber X ist wieder da. Zum Glück für LGD. Konnten Highground halten. Die Rex haben ein bisschen Damage bekommen. Midi Rex wird sich wieder hochregen, aber Ranged Rex. Der Damage ist da. Immerhin ein kleiner strategischer Vorteil für Cloud9, trotzdem, aber die Fights. Ja, Leute hauen sich auf die Fresse. Und prinzipiell ist hier tatsächlich in diesem Spiel der Gold- und Networth-Graph doch mehr entscheidend. Ist halt hier komplett even, ja, weil die Fights even sind. Aber es sind halt einfach nur Medi-Carries. Die werden sich ins Gesicht hauen. Und wer da halt mehr Items hat, mehr Damage hat, der kriegt dann den Vorteil. Die großen Playmaker sind Wisp, die Leute am Leben halten. Misery mit dem Swap raus auf der Venture Spirit. Und halt der Death Ward. Visage haut ein bisschen Damage rein, kann auch mit dem Familiar stunnen. Aber ansonsten sind es einfach nur Cores, die sich gegenseitig ins Gesicht hauen. Sehr amüsant. Beam abgeschmiert, was? Immer noch? So, mal schauen, ob er jetzt wieder online ist, der Stream. Das ist bitter. Knapper Fight. Wenn passiert gerade nichts. Mal schauen, ob es jetzt wieder online kommt. Und ich streame schon irgendwo hin. Die Frage ist, okay, scheint wieder online zu sein. Dann
Ja, geht's jetzt weiter. Bin ich ganz sicher, was es war, aber perfekt passend zum Fight hier. Und ja, LG kriegt erst den ersten Tower uncontested. Minirex scheinen ja tatsächlich auch down zu gehen. Können sie überhaupt fighten? Angelai kriegt dann sich den Call hier. Tell Envy ist drin. Und da kommt der Go. Faith. Ah, geht down. Wieder mal kein Death Ward. Immerhin etwas. Aber wie sieht der Rest aus? Misery kriegt Damage. Buyback. Eternal Envy kriegt tatsächlich noch. Okay, die Wölfe da ist immerhin okay. Aber sie haben halt die wichtigen Rex down. Injuli wird wahrscheinlich hier wieder down gehen. Omnislash habe ich gehört. Okay, Omnislash da oben auf den. War das Omnislash? Nicht sicher. Nee, oder einfach nur schnelle Attack Speeds von Juggernaut. Aber sie kriegen Injuli. Sie kriegen Faith, aber für ein Buyback. Tja, aber nur für ein Risk-Buyback. Immerhin, einiges passiert. Das Problem ist, sie haben halt Rex verloren. Immerhin nur Melee-Rex, aber es sind da die wichtigen Rex. Und jetzt liegt es an Cloud9 zu pushen. Kriegen halt immerhin einen Tower hier. Trotzdem, Injuli ist bald wieder da. Hat natürlich kein Buyback. Wobei, jetzt sollte eigentlich wieder Buyback haben, oder? Ja, hat wieder Buyback. Okay. Aber Buyback Eternal Envy wird tatsächlich jetzt durch die Mitte gehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wahrscheinlich schon, um das Buyback zu forcen, aber zieht sich wieder zurück. Oh, die Familias. Schöne Snipes, aber Backdoor Protection. Kriegen sie nichts. Aber hat auch keine anderen Lane reinpusht, von daher wird es schwierig, da Dinge zu snipen. C9 wird wahrscheinlich im Bottom T1 und den T2 Tower bekommen. Dadurch sieht es in Gold. In Gold tatsächlich XP für Cloud9. In Gold kriegen sie jetzt auch weiter runter. Cloud9 hat ein bisschen mehr Farm, aber mit Like im Spiel, mit Visage im Spiel, mit dem Split Push haben LGD durchaus andere Möglichkeiten, hier das Spiel zu gewinnen. Und auch einfach ein Full 5 Hero Push auf die Rex ist halt auch eine Möglichkeit, einfach Rex zu holen. Und wie gesagt, sie haben halt nicht viel Control, Cloud9. Sie haben halt alle nur Helden, die auf Leute schlagen oder Buildings. Und das funktioniert halt ganz gut, weil sie halt einfach reingehen, Rex holen und wieder rausgehen. Oder sterben halt. Aber sie kriegen halt die Rex. Weil Right-Click Damage ist hier in diesem Spiel extrem vorhanden. Ja, nichts verpasst. Immerhin. Aber immer noch even. Und immer noch dead, dead even. Ja, das ist schade, wir haben gar nicht so lange Pausen gehabt, um Effigies zu gucken. This one's for you, Jesus. No-Tail Troll oder No-Tail religiös? Nicht sicher. Mal schauen, haben sie eigentlich noch einen Gem? Haben sie eigentlich schon abgegeben, oder? Ist aber hier so oft jeder mal gestorben, dass eventuell noch ein Gem drin ist. Wo ist der Gem? Der Gem ist auf LGD, okay. MMY hält den Gem sicher in den Händen. Aber ja. Wichtig für Cloud9 auf jeden Fall, weshalb die letzten Fights ziemlich gut liefen, war das Ding, dass Bones Heaven eigentlich immer Faith gefunden hat. Ich weiß nicht, wann habe ich den letzten Death Ward gesehen? Das ist schon länger her. In 900 Gold gibt es Arcanems, aber wenn Bones Heaven weiterhin einfach so gut Faith trifft und findet, dann wird es halt auch schwierig, mit dem Arcanems daran was zu ändern. Bringt ihm halt ein bisschen mehr Leben. Aber jetzt die nächsten beiden Sets werden ihm halt auch nicht mehr Leben finden. Und wenn Bones Heaven auf ihn haut, wie viel Damage hat er bisher? 126? Boah, dann wird es halt auch schwierig zu sein. Unten pusht eine ziemlich große Quiff rein. Cloud9 muss zurück. Wird wieder gedefft. Vater kann das natürlich auch alleine. Sollte vielleicht ein bisschen vor dem Highground das machen. Oder auch nicht, weil er natürlich LGD da snappen kann. Aber halt, wenn er Highground geht, wird wahrscheinlich die Familias direkt die Range Tracks holen. Deshalb muss jetzt jemand deffen kommen. Aber es scheint so, als ob die Range Tracks hier down gehen könnten. Visage, Familias sind nicht auf dem Weg. Okay, na gut. Wird davor schon gewartet? Wahrscheinlich schon. Besonders, weil er nur noch 2,5 Minuten dauert und weil beide Teams wissen, okay, er könnte jetzt jederzeit wieder da sein. Von daher wird, glaube ich, kein Risiko erstmal eingegangen. Familias snipe ihn. Kuria guckt nur erstmal auf die Wards, auf die Wardspots. Auch wieder ein Gem auf beiden Seiten jetzt. Und oh, Visage Familias werden gefunden. Das ist böse. Ein Familias down, zwei der Familias down. Resummen vorhanden, wird doch direkt gedacht von MMY. Aber ja, sie haben Familias, sie haben Wölfe, sie haben halt genug, um irgendwie Dinge auszuscouten. Ja, und auch die Wölfe sind natürlich blöd, wenn Misery gerade um die Ecke guckt.
Aber Smoke von LGD und jetzt auf der Radiant-Seite finden hier wieder Wölfe. Und Vater trifft den gesamten Smoke, dreht sich jetzt hier zurück. Es wäre vielleicht eine schlechte Idee, von LGD reinzugehen. Das tun sie auch nicht, wissen sie. Haben halt auch den Ward, beziehungsweise wissen halt oben, dass der Rest da steht. Sie haben zwei Cores gesehen, plus jemanden mit einem Gem. Macht drei. Guter Core von LGD, nicht zu committen. Das hätte vielleicht schlecht gelaufen. Wir sehen auch einen Networth hier von Cloud9. Eternal Envy und Vater haben einen riesigen Networth. Und einiges an Vorteil da auf den Seiten der Cores von Cloud9. Aber auch dicht gefolgt von den Triple-Core-Lineup von LGD. Tja, ist jetzt ein bisschen awkward. Cloud9 würde irgendwie gerne ihre Base defenden, aber LGD macht den Wraparound. Das kenne ich sonst nur aus LOL-Zeiten. Dass du den anderen in die Base chased. Aber nein, immer noch kein Rosh da. Und Seven hat es geguckt, ob er mal was findet, aber ist nicht. Und jetzt kommt der Standaround. Jetzt stehen bei Rosh und warten halt einfach nur, was passiert. LGD können halt hier einfach noch... Können die Lane rauspushen? Im Prinzip könnten sie sogar hier den Trade machen. Rosh ist halt wieder da. Ist die Frage, ob sie es contesten müssen. Sie könnten in der Zeit sogar eigentlich Rex holen. Ist die Frage, ob sie für einen Base Race gehen oder ob sie hier Rosh contesten. Misery steht wieder außen. Sollte schnellstens da rausgehen. Und jetzt kommt der Call, aber nur auf Vater. Und Bone 7 ist ja wieder drin, aber diesmal ist die Position von Faith sehr, sehr gut. Jao geht an Ada down. Winner für Bone 7. Bone 7 geht er dafür aber trotzdem down. In July kriegt den Call wieder raus, aber Eternal Envy ist hinter ihm her. Schöner Force-Staff davon. Swap von Sylar zurück. Da kommt die Magic Missile. Und da kommt. Da haben sie genug Damage dafür. Sieht. Oh, Sylar ist gerade die Ultimate-Form wieder ausgelaufen. 1-2. Buyback von Sylar. Wir wollen hier Rosh contesten. Die Frage ist, können sie das? In July ist schon wieder da. Ist immer noch da. Aber hier natürlich gesehen. Call nur auf Notte. Und da ist Jägis auf Vater. Den sie zwar eh nicht down bekommen, aber immerhin. Den werden sie definitiv nicht down bekommen. Familias gehen wieder down. Kein Resum für 15 Sekunden. Nicht so schlimm. Vater geht jetzt hier vollkommen rein. Go Full Retard ist drin. Die Quills auf 3. Clutch Fight. Alles ist untereinander. Eternal Envy ist low. Hat aber einen Schieß. Und wird jetzt den Schieß fressen. Faith ist um High Ground. No-Tail allerdings auch. Und Vater ist out of position. Vater ist weit weg. Kann halt nichts machen mit der Aegis. Hier geht auch schon No-Tail down. In July lebt immer noch. Vater trifft wieder und wieder der Force-Staff auf den High Ground. Von In July. Force-Staffs OP. Weiß nicht genau, welchen Force-Staff das war. Ja, es scheint MMY ist noch nicht ganz da. Aber wieder halt der Force-Staff hier. Vielleicht mit Misery war das? Nee, auch nicht. Vater könnte hier nicht down gehen. Haben ja auch die Healing Ward. Becken ab. Langer Fight. So lange, dass ich den Fight Recap Button nicht getroffen habe. Ja, alle hauen sich. Nichts passiert tatsächlich. Es sind ja keine großen Ultimates drin, die man irgendwie jetzt, wo man sich drauf konzentrieren könnte, was halt passiert. Von daher hauen sich einfach nur alle ins Gesicht und irgendwas passiert. Der Death Ward ist das eine große Ding, was passiert. Der Omnislash ist das eine große Ding, was passiert. Und der Call. Ansonsten, ja, ansonsten sind Heroes drin, die sich hauen. Oh Mann. Also, ja, kann man positiv und negativ sehen. Positiv, hey, ich habe eigentlich über nichts zu reden und wenn ich nichts im Fight sage, dann habe ich irgendwie trotzdem alle Ultimates getroffen und habe ganz gut wiedergegeben, was passiert, denn hey, es passiert einfach nur ein chaotischer Teamfight, wo alle auf alle hauen. Negativ halt, ja, es hört sich irgendwie komisch an, wenn halt nichts Diskretes halt rausholbar ist aus diesen Fights. Tja, aber der Fight, also der Tent Networth, wird tatsächlich für Cloud9 immer höher. Haben jetzt, okay, eine 7500er XP und Gold Lead und der Networth von Vater und von Eternal Envy wird auch immer größer. Das könnte sich gut herausstellen. Wie sieht es auf dem Rest aus? Tja, Sylar hat auch immer noch Platz für mehr. Aix ist langsam gesixlottet. Ach, Aix hat den eigenen Force-Staff, okay. Na, dann ist es klar, warum er so gute Force-Staffs hochbekommt. Aber ja, in July mit den Force-Staff-Plays auf dieser Klippe. Die Bäume sind immer noch kaputt. Die Bäume wurden noch nur einmal kaputt gemacht hier. Immer an derselben Stelle wieder hoch und immer an derselben Stelle sich gerettet. Die Sache, Bristleback, Vater jetzt mit dem Butterfly. Könnte eventuell das Flutter nutzen. Hat knapp 300 Damage. Und einiges Attack Speed. Er braucht halt aber nur irgendwas zu chasen. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar hier ein Blinkdagger nach dem da angebracht wäre. Einfach klar, ist immer halt immer drin, wird halt irgendwie immer gedamaged, aber er muss halt auch irgendwie wieder ins Fight zurückkommen. Besonders hier hat man es gesehen. Der Fight war hier unten und ja, Vater war halt hier und musste irgendwie halt rumkommen. Und das ist halt so eine Sache, das ist schwierig da auf jeden Fall für.
Nun gut. Cloud9 versucht es mit den Plays. Double Damage, Rune auf Vater. Wollen jetzt unbedingt was haben. 400 Damage ohne Quills. Oder knapp 500 Damage mit Quills. Dreier Smoke mit Relocate, Eternal Envy und No-Tail auf der Hinterhand. Aber sie finden nichts. LGD riechen es. Ist doch recht obvious, wenn hier keine Lanes rausgepusht werden. Gucken mal, ob sie was finden werden. Aber nein. Eternal Envy ist quasi Bait. Und jetzt gehen sie halt einfach so rein. Ja, die Familias werden das, glaube ich, nicht überleben mit einer Double Damage. Ja, resummen. Um Vater die 100 Gold zu denyen. Aber mit der Double Damage kann man jetzt schön auf den Tower hauen. Und außerdem die Aegis ist halt immer noch drin. Aegis wird auch eine Weile halten. Ja, eine gute Weile. Reicht für den Fight hier. Double Damage Rune jetzt leider ausgelaufen. Und da kommt der Call. Und schönes Forstaff Blade. Vater muss hier sehr weit reinlaufen, aber ist jetzt wieder drin. Läuft zurück. Die Healing Ward ist allerdings da und rettet ihn. Necros versuchen, die Healing Ward down zu bekommen. Kriegt den Hit. Und Vater läuft wieder raus. I versucht ein bisschen Damage auf den Tower zu machen. Die Illus sind auch schon down. Vater kann hier ein bisschen hauen. Hat halt eine gute Placement dafür. Call kommt hier raus. Aber Bone 7 wieder drin. Hat diesmal Sylar gefunden. Nicht den Death Ward hier. Death Ward immer noch keine Ulti. Sylar geht down tatsächlich. Winner für Bone 7. Oder? Nicht ganz sicher. Ne, kein Winner gesehen. Vater geht tatsächlich down. Aber hat noch hier. Hat noch seine Aegis. In July. Hat den Swap bekommen. Hat es nämlich ganz hinbekommen. I geht down. Vater steht immer noch drin. Buyback von In July. Buyback von MMY. Vater versucht hier die Rex zu bekommen, aber ich glaube, das bekommen sie nicht. Denn Ex ist noch drin. Oh, diese Cask hier unten. Die Misery und Nordhead das Leben schwer macht. Vater ist drin. Eternal Envy, Buyback, Biotis sind vorne. Haben die Rex bekommen. Und ja, es geht zurück auf die andere Seite. Schön gemacht hier von Nordhead. Wie die Sachen einfach relocaten auf die andere Ecke. Lässt Eternal Envy hier. Geht auf die andere Seite. Versuchen jetzt halt tatsächlich alles. Sylar ist down. Sylar hat wahrscheinlich keinen Buyback. Nein, Dieback. Und das könnte jetzt hier für Cloud9 sein. Misery wird hier noch down gehen. Vater ist da drin. Kann aber Injuli nicht töten. Und auch gegenseitig nicht. Hat aber jetzt auch natürlich nichts mehr. Muss sich allerdings jetzt halt zurückziehen. Versucht hier hinzukommen. Schöner Call von vorne. Und dann kriegen sie jetzt auch Vater down. Immerhin kein Dieback. Nein, kein Dieback. Aber, tja. Drei Racks down für LGD. Keine Tower mehr. Das war auf jeden Fall ein Call. Und LGD müssen jetzt hier Highground gehen. Hoffen, dass keine Buybacks da sind. Das Problem ist, alle haben Buyback und in 10 Sekunden Bone 7 ist so wieder da. Daher sollten sie hier nicht aufextenden. Ansonsten ist das hier das Game. Aber auch sonst. Die Buybacks sind lange auf Cooldown. Wenn jetzt natürlich hier versuchen, das Buyback von Vater rauszubekommen. Aber eventuell müssen sie es nicht mal. Und dann wäre es halt so ein Ding. In July hat kein Buyback. Sylar hat, okay, eine Minute wieder Buyback. Und, ja, MMY hat kein Buyback. Weiß ich nicht, ob sie da wieder können. Und tatsächlich, es scheint so, als ob Vater nicht Buybacken muss. Das ist groß, weil sie danach halt tatsächlich auf Vater mehrere Leben haben. Und es scheint so zu laufen. Trotzdem, ein kleiner Rex-Vorteil vorne für Cloud9 unten. Ansonsten, ja, haben hier einiges der Networth natürlich rausgenommen. Rex sind viel wert. Haben auch doch gezeigt, dass sie eigentlich die Nase vorne haben. Trotzdem kann viel passieren. Aber andererseits natürlich, je nach Buyback-Status, sieht es halt auch schlecht aus für Cloud9. Eternal Envy hat kein Buyback, Misery hat kein Buyback. Es kann auch schnell sich umdrehen. Je nachdem, wie Vater das erste Leben vergibt, Buyback, er braucht halt auch BOTs. Würde sich wahrscheinlich jetzt, na, nicht sicher. Ich glaube trotzdem, Blink wäre auf Frisbeck ganz gut hier. Aber, achso, Senshin Yasha hat er noch im Kurier gehabt. Ah, okay, das gibt natürlich auch Move and Speed. Na gut. Vater ist gesixslottet. Sollte wahrscheinlich BOTs sich jetzt holen. Aber das kann er noch machen, wenn er stirbt. Von daher, erstmal nichts drin. Wraparound. Nein, Wraparound. Oh, Vater hinten. Finden hier Eternal Envy, die sie ganz da hinten schieben. Aber Omnislash kriegt er noch gerade so raus. Faith. Kriegt den ganzen Death Ward raus. Das ist fierig. Misery ist down. Bone 7 ist down. Kein Buyback für Bone 7. Doch, Buyback für Bone 7 ist vorhanden. Misery, kein Buyback. Vater wird low. Sylar haut ihn hier. Eternal Envy ist auf der Hinterhand. Und Vater kriegt es tatsächlich hier wegzukommen. Haben einiges expended. Und eventuell können Cloud9 jetzt wieder reinkommen. Wie sieht es mit Bone 7 aus? Bone 7 hat nicht gebuybackt. Hat auch noch ein Buyback. Von daher müssen sie hier aufpassen, dass sie vielleicht nicht zu viel abgeben. Eine riesige Creep Wave kommt für LGD auf der Top-Lane rein. Und da müssen sie jetzt unbedingt zurück. Und das könnte hier Cloud9 nutzen, um hier zurückzukommen. Oder wenn nur einer Deft schnell im Relocate und BOTs da ein Go machen. Base Race wäre möglich, aber erstmal ein Riesenlag. Und ein Disconnect. Nein. Einfach nur ein Riesenlag. Okay. In der ganzen Zeit ist
Ja, Jao auch wieder zurück, TP'd. Und mehr Lags passieren. Okay, nicht für uns. Riesige Lags. Kale. Okay, immerhin sind es nicht nur wir. Es ist interessant. Also eigentlich Perfect World dachte ich, dass sie also in China immerhin gute Server hatten. Dass wir jetzt natürlich Lags haben, ist klar. Es ist Asian Dota, ich glaube bestimmt 600er Pings. Ja, minus Ping, mal gucken. Nee, anyway. Ping ist wahrscheinlich groß, aber... Naja. Erstmal die Lags abwarten, Lags Spikes. Waren jetzt auch schon ein paar drin. Ich habe in der DLC ein paar Lags Spikes mitbekommen. Von daher wohl nichts Neues. Tja. Vielleicht ist die chinesische Infrastruktur nicht so ganz darauf ausgelegt, da was zu machen, aber sollte eigentlich. Im Prinzip... Dota TV, die paar Viewer für eine Serverinfrastruktur sollte das jetzt nicht so viel sein. Wahrscheinlich sind es 100.000 Viewer. Na, sind wahrscheinlich auch 100.000 Viewer im Client. Und ja, ein paar Streams. Die Streams machen ja nichts, von daher 100.000 sollte eigentlich gehen. Naja. Haben ein paar Probleme. Andererseits sind es auch natürlich auch nicht die Viewer, weil sonst wäre es ja ständig Lags. Naja, keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwo gerade die Platte vollgelaufen, wie es bei mir eben im Stream war. Ja, das war aber die Platte. Ja, ich buff was auf dem Server, damit ich delayen kann. Was ich jetzt nicht mehr brauche, weil es ja viel relativ verpartnert ist. Und hey, man kann es delayen. Ist auch sehr schön. Aber, naja, ich buff was auf dem Server zwischen und der hat nicht so viel Platz. Und es ist anscheinend die Platte vollgelaufen. Und dann ist der Stream ausgegangen. Düdüm. Naja. Ja, die Firewall ist halt, wie gesagt, auch nicht das Problem. Denn, wie gesagt, die Lags. Die Firewall entscheidet sich ja nicht einfach mal so, hey, Dota ist ein suddenly... politisch nicht mehr okay und schalten View ab. Das wäre komisch. Außerdem, bin gespannt, haben wir hier eigentlich irgendwo... Ich dachte, auf Perfect World Server sind die ganzen Totenköpfe raus, aber Witch Doctor hat jetzt hier noch das Set. Klar, das ist ein Set-Item, aber ich dachte, dass das Set-Item vielleicht in China raus ist. Wir sollten auf Perfect World Servern spielen und da war irgendwas. Vielleicht aber auch nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht so viel mit den chinesischen Servern zu tun gehabt. Ich habe halt nur mal auf Liquid Dota gelesen, hey, hier eine ganze Reihe von Changes, um die Kultur und die Tradition von China nicht zu gefährden. Und so, wissen schon. Und da waren unter anderem auf Totenköpfe, die entfernt wurden. Zum einen, glaube ich, hier in den Creeps. Gut, ja, hier die Totenköpfe. Aber die wurden einfach wohl so geblurrt, dass da keine Totenköpfe drin sind. Das Totenköpfe. Ah, das ist ein Cage, okay. Never mind. Ah doch, da sind Totenköpfe, okay. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass Totenköpfe raus sind. Vielleicht dann doch nicht. Aber na gut. Wir haben auch noch ein Game da. Muss langsam mal gucken hier, was eigentlich passiert. Wir haben, wie gesagt, Vater mit Buyback noch. Eternal Envy ohne Buyback, aber halt auch Legion Commander kann schnell Buybacken. Von daher müssen hier GD zurück. Sie sehen eigentlich auch, dass das Zhao weg ist. Wollen aber auch nicht irgendwie 3 gegen 4 engagen. Obwohl Buyback da ist. Wenn Bone 7 das so aushalten kann, ist es natürlich wesentlich besser. Aber Zhao kommt jetzt wieder rein. Haben den Push abgewehrt und jetzt wird es High Ground gehen. Bone 7 wird wohl 10 Sekunden leider noch pushen müssen. Vater kann versuchen, es aufzuhalten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er es alleine schafft. 5 Sekunden, okay. Kann es das nicht schaffen? Jetzt kommt er engaged. Das ist bitter. Bone 7 muss das Ganze noch abhalten. Vater ist drin. Death Ward kriegt er voll ins Gesicht, aber nur von hinten. No-Tail geht jetzt down, aber nicht so schlimm. Buyback von No-Tail direkt. Jetzt Bone 7 ist halt drin. Aber hat die Blade Mail... hat einiges raus, muss jetzt hier beibecken. Vater wird auch low. Und alle von NGD leben noch. Großes Spiel hier. Haben halt auch viel expanded. Buybacks von Bone 7 natürlich. Muss jetzt irgendwas passieren. Kommt tatsächlich der Core noch raus. Vater geht noch da, muss er da auch beibecken. Und NGD, könnten sie es hier tun? Es geht um 4. Immer noch 5 Heroes in der Mitte. Und Eternal Envy versucht das Ganze mit Mega Creeps zu beenden. Geht hier tatsächlich für das Base Race. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Base Race. Es wird ein Base Race. Injuli ist drin. Misery geht direkt down. Bone 7 ohne Buyback geht hier auch down. Dieback von Bone 7. Vater ist hier drin. Kann versuchen, das zu delayen. Mit dem Shivas ist es eine gute Möglichkeit. Big Daddy kann Dinge tun. Aber der erste Tower ist down. Eternal Envy versucht sich hier nach... Oh, der kauft sich einen Desolator, um schneller zu sein. Versucht hier sein Bestes. Die Tower sind even. Vater ist halt mittendrin. Sie ignorieren den. Wie sieht's hier aus? Fortify ist hier noch draußen. Fortify ist nicht mehr da drin für die anderen. Vater kann tatsächlich nur was machen hier, um versuchen sie aufzuhalten. Aber sie hauen immer noch auf den Tower. Allerdings glaube ich, ist Eternal Envy hier schneller. 2000 Leben gegen Mittelleben. Mittelleben, ihr seht's hier unten. Da, das wird knapp. Und es sieht nach einem Win für Cloud9 aus. Cloud9, Eternal Envy schafft es. Holy fuck.
Eternal Envy Solo Base Race und schafft es alleine, oh, den Radiant down zu bekommen, den Ancient. Holy crap, war das knapp. Und fahrt da immer noch als Wadenbeißer hinten dran. Versucht es irgendwie noch zu delayen, aber hat es tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen delayed bekommen, auch mit dem Shivas und so. Oh, aber sie hatten tatsächlich keinen Damage auf der Toplane. Sie hatten Axe, Timbersaw und eigentlich den Lycan, aber Holt war wohl down und hatten sie keinen Damage auf den Ancient. Und Eternal Envy mit dem Deso wahrscheinlich nur hat den Ancient vorher down bekommen. Was ein Ende. Cloud9 schaffen es tatsächlich ins Winners Bracket von den Dota 2 Asian Championship. Gratulation, Eternal Envy. Das war sein Play. Und riesig gespielt von LGD, dass sie da trotz wenig Buybacks und prinzipiell Vater hatte Buyback und Bone7 hatte Buyback. Und sie haben zu fünft eigentlich beide Buybacks rausgezogen und quasi das Spiel gewonnen, wenn Eternal Envy jetzt hier nicht das wunderschöne Play gemacht hat. War greedy, es hat aber gerade so funktioniert. Puh. Wunderschön gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht, also wahrscheinlich wird das hier öfters passieren. Dota 2 Asian Championship wird noch ein bisschen länger dauern. Ich bin Sisterzone zu finden auf Twitter, @SisterzoneDota. Und hier SephiraTV, @SephiraTV. Und wie gesagt, hier auf dem Twitch SephiraTV. Auf meinem Twitch Sisterzone würden kleinere Spiele vorkommen, wo es wahrscheinlich ein bisschen gelassener zugeht. Aber naja, Dota 2 Asian Ship, die nächsten Tage wird noch einiges kommen. Heute Abend wahrscheinlich Blacklight mit Dota Pit League. Wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, einen schönen Tag noch.